Leute, und unsere Mission ist, Minecraft Helden zusammen mit den Ice Kriegern gewinnen, Leute. Vielleicht haben wir dann eine gute Chance. Auf jeden Fall müssen wir uns treu zu den Ice Kriegern halten. Let's go, let's go, let's go. Wir holen uns schnell auf den Weg, Leute. Let's. Oh, was war das? Hä? Okay, das war eine Kackelage. Ich hab schon gedacht, hier wäre eine Falle oder so, Leute. Schnell, schnell, schnell mit die Eisbahn. Let's go, let's go. Wie lange ist dieser Bahn eigentlich? Wir müssen schnell in die Mitte kommen. Zu Wife. Oh, oh, Leute, ich knall überall dagegen. Mal, bitte, bitte, wir müssen ganz schnell hinkommen. Ich bin gespannt, was er uns zu sagen hat. Unser Eiskriegerbruder. Let's go. Und wir sind jetzt in der Mitte, Leute. So, aussteigen und... Der sollte hier irgendwo in der Nähe sein. Let's go, let's go, let's go. Wo steckt der? Also vor den Eiskriegern hätte ich jetzt Angst gehabt, dass Lukas mich besiegen will, Leute. Aber jetzt weiß ich ja, dass er friedlich ist. So, dass wir mit ihm im Clan sind. Wo steckt der denn? Ich glaube, der meinte, der ist da unten in der Mobfarm, hat er mir auf Discord geschrieben. So, warte mal. Hallo? Hä? Hallo? Was geht, Lukas? Was geht, Bro? Was geht, Bro? Was geht? Mein Eiskriegerbruder. Auf einmal sind Name-Tags an. Was hab ich? Lol, ich sehe deinen Namen auch. Name-Tags sind auf einmal. Das heißt, man kann sich nicht mehr unter der Erde richtig verstecken. Oh mein Gott. Oh, das ist Eis. Aber kann sein, dass nur ein Fehler ist. Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist kein Fehler, Bro. Aber ich muss nicht... Keiner. Ich muss was erzählen, Bro. Jami hat was Max besiegt. Hast du es gesehen? Bro, ich hab's gesehen. Es ist so schlecht, wirklich. Ah, Bro, er war gerade neu Eiskrieger und ist jetzt einfach raus. Bro, wie konnte der verlieren gegen Yami? Wie kann man gegen Yami verlieren? Junge, das hab ich auch nicht gegen Yami. Der hat einfach verloren, Junge. Hä? Bro, wie konnte das passieren, wenn ich mal mit der Falle ist und der One vs. One Legend, Mann? Wie konnte das passieren? Keine Ahnung, es ist wirklich einfach nur lost, ne? Aber Lukas, was machen wir jetzt mit Yami? Ich sag dir ehrlich, der hat die Eiskrieger angegriffen. Was sollen wir mit dem machen? Wir müssen den auch raushauen. Wir müssen sowieso jeden raushauen, aber Yami hat recht. Der wollte sogar damals Kopfgeld auf mich draufsetzen. Was? Digga, wenn ich den sehe. Ja, hat er damals auch gemacht. Okay, Lukas. Du warst ja sogar dabei. Das stimmt, stimmt, stimmt. Ich werde mich auf den Weg machen, okay? Ich werde mich auf den Weg machen. Willst du den holen? Ich versuche ihn zu holen, Lukas. Ich versuche ihn zu holen für die Eiskrieger. Okay. Endlich sag dir ganz ehrlich, wenn du das schaffst, dann hast du meinen größten Respekt, wirklich. Danke dir, Lukas. Ich mach mich auf den Weg, weil du den, glaube ich, auch Riding geholt, ne? Ja, ja. Bro, also Real Talk, wenn du das schaffst, das wäre überkrass, Ente. Okay, ich versuche dir mein Bestes. Die Eiskrieger werden so stolz auf dich dann. Let's go! Und, ey, wenn du Hilfe brauchst oder so, sag direkt Bescheid, ne? Mach ich. Ich call dich dann, wenn ich Hilfe brauche. Ja, danke okay, dir, okay. Lukas. Brauchst du Goldäpfel oder irgendwas? Nee, hast du alles? Ich hab alles. Ich bin stacked, Bro. Okay, ja, dann let's go. Der ist wahrscheinlich noch geschwächt. Ciao, ciao. Leute, okay. Ich bin jetzt im Eiskrieger-Clan und das heißt, ich muss an das Vertrauen der Eiskrieger arbeiten. Yami ist aber eigentlich mein Freund, Leute. Er ist eigentlich ein richtig guter Freund von mir. Und wir spielen zusammen und haben zusammen bei den RTL ziemlich viel bewirkt, Leute. Aber er hat Max angefasst. Ich habe Max damals auch mitbesiegt. Aber jetzt bin ich ein Eiskrieger. Das heißt, das ändert alles, Leute. Jetzt, wo ich ein Eiskrieger bin, muss ich treu mit den anderen kämpfen. Ich habe darauf geschworen. Und das heißt, ich muss jeden angreifen, der die Eiskrieger bedroht. Und in dem Fall auch meinen alten Freund Yami, Leute. Es ist vielleicht Zeit, dass das Zeitalter von Yami endet und dass er aus dem Projekt geht, Leute. Und wenn ihr jemanden erledigt, dann soll das ich sein. Er ist sein ehemaliger Freund, Leute. Ich bin jetzt bei den Eiskriegern und ich muss beweisen, dass ich wirklich dazugehöre und dass ich es mit den Ernst meine. Weil nachher gehen die doch auf mich drauf und denken, dass ich ein Spion bin, was ich auf jeden Fall nicht bin, Leute. Deswegen muss ich Yami ausfindig machen, Leute, und ihm sein letztes Herz nehmen und ihm aus dem Projekt bannen. Hoffentlich kann ich das schaffen, damit ich mehr das Vertrauen meiner Eiskriegerbrüder arbeite, Leute. Das wäre das Wichtigste. Denn jetzt geht es nämlich nicht mehr um Freundschaft. Es geht nur noch darum, das Projekt zu gewinnen oder so weit wie möglich zu kommen, zusammen mit seinem Clan, Leute. Deswegen werde ich versuchen, Yami ausfindig zu machen. So, Leute, jetzt sind wir bereit. Yami ist auf dem Server, Wife ist auf dem Server. Aber ich brauche Wife, denke ich nicht, Leute. Aber ich muss euch was zeigen. Und zwar, guckt mal, warte mal, ich stopp kurz meine Rüstung. Ich hoffe nicht, dass jemand kommt und mich backstabt, Leute. Let's go. Denn ich habe jetzt meinen eigenen Eiskrieger-Skin. Was geht, Leute? Der sieht mega cool aus. Let's go, Eiskrieger auf die 1, Leute. So, warte mal. Ich muss jetzt ganz schön wieder meine Rüstung anziehen. Let's go, let's go, let's go. Wir müssen Yami suchen. Leute, der hat sich schon mit der Wife gebettelt im Chat. Warte mal. Ich schreibe dir mal.
Yabi, was geht? Leute, ich fühle mich hier wie ein bisschen schlecht, wenn ich Yabi hintergehe. Aber er hat Max besiegt, Leute. Und er hat praktisch Riley besiegt. Und er ist damit der Erzfeind der Eiskrieger, Leute. Und muss damit ausgeschaltet werden. Und Wi-Fi auch dafür, Leute. Deswegen muss ich jetzt Yabi vielleicht das letzte Herz ziehen, Leute. Das ist meine Aufgabe. Ich muss mich bei den Eiskrieger beweisen. Denkt dran, es geht mittlerweile nur noch darum, das Projekt zu gewinnen, Leute. Es geht nur noch um den Sieg. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Yabi eventuell zu Banks und den anderen wechselt. Weil er hat ja einen Eiskrieger jetzt angegriffen. Und zwar Max hat er besiegt, Leute. Und wenn er den nächsten Eiskrieger angreift, Yabi ist schlau. Und wenn er wirklich so schlau ist, dann wird er sich als nächstes den nächsten Eiskrieger krallen. Leute, und schlecht und zweiter. Deswegen muss ich das verhindern. Und wenn ich schon mal ein Herz ziehe, dann sollte das ich sein, Leute, weil ich sein Freund bin. Ich weiß, Leute, seinem Freund das Herz zu ziehen ist gemein. Aber ich habe doch die Hoffnung, dass er einfach vielleicht noch zu den Eiskriegern kommt, Leute. Und Yabi könnte nämlich auch als nächstes einfach aus dem Projekt bannen, Leute. Yabi ist auf jeden Fall besser geworden. Besser als Alpha ist er nicht, aber ich weiß genau, der trainiert immer weiter und ich hab Angst, dass er sich als nächstes an Alpha ranmacht und Alpha sein letztes Herz nimmt, Leute. Das war meine größte Angst. Alpha ist zwar kein Eiskrieger, aber Alpha ist mein Bro und ich hab Angst, dass er sich als nächstes an Alpha vergreift, Leute. Deswegen müssen wir das verändern. Und jetzt habe ich sogar den Eiskrieger-Skin. Wenn er den sehen wird, dann wird er, glaube ich, mega sauer. Aber die Anti-Helden wurden ja aufgelöst, Leute. Das soll mal antworten. So, ich schreibe jetzt nochmal, Yabi, was geht, Bro? Wann antwortet er endlich? Vielleicht hat er schon Verdacht, dass ich ihm das Herz ziehen will. Ich meine, Yabi kennt sich ja mit Plänen aus. Lass uns reden. Okay, Leute. Wo? Wo will er reden, Leute? Okay, der will gleich hin. Aber es könnte auch sein, dass er mitbekommen hat, dass ich jetzt ein Eiskrieger bin. Und es noch nie meine Falle ist, Leute. Das könnte natürlich auch sein, dass Yabi mir eigentlich die Falle stellt, ja? Lass uns Paul Berger Burg treffen. Okay, komme. Denn, Leute, bald wird es nämlich ein Teil der Map auch nicht mehr geben. Ihr habt es vielleicht mal einfach, glaube ich, im Video gesehen. Und zwar kommt die Border immer näher, Leute. Sonntag in dem Zeitpunkt kommt die Border auf die Insel, Leute. Und wird das Spielfeld verkleinert, dann ist nur noch hier erlaubt. Und die Mittelinsel, Leute. Es gibt nicht mehr viel, wo man hin kann, Leute. Hier die ganze Map wird praktisch eingeschränkt werden. Dann werden die Leute mehr aufeinandertreffen. Und dann wird der große Krieg losgehen, Leute. Dann werden die finalen Fights kommen zwischen Eiskriegern und den Ampelkriegern und den anderen Mitspielern. Und ich hoffe nicht, dass ich auf Alpha treffe, dass ich Alpha angreifen muss, Leute. Das wäre das Schlimmste. Warte mal, hat sich jemand hochgebaut? Okay, glaube ich nicht. Er hat gedacht, dass da vielleicht eine Base wäre, Leute, oder so. Aber wir machen uns jetzt auf dem Weg am besten mit den Fischi-Fischboot schnell zur Eisbahn. Leute, aber die sind jetzt ziemlich unsicher. Wenn jetzt Banks oder so drauf joint, brauche ich meine volle Rüstungskraft, damit ich mich verteidigen kann zumindest. Denn ich werde, denke ich mal, jetzt durch Hops gehen, aber auf jeden Fall werde ich im Kampf gegen Banks und andere Ampelkrieger, wenn die in der Gruppe kommen und ich alleine bin, großen Schaden nehmen, Leute. Das ist schon mal gesichert. Deswegen muss ich gut aufpassen. Mittlerweile bereue ich auch, dass ich mein Bending-Buch für mein 13 genommen habe. Wenn ich das lieber vielleicht doch für Rüstung ausgeben soll, Leute. Das wäre auf die Dauer vielleicht doch ein bisschen schlauer gewesen. Ich weiß ja nicht. So, let's go. 13-Action in Richtung von der Eisbahn, Leute. Immer um uns rumgucken, dass keine Spieler in uns sind. Und wenn es plötzlich wird, würde ich Wife dazu rufen. Aber, weil Yabi mein Bro ist eigentlich, will ich das, wenn dann alleine tun, Leute. Wenn dann will ich ihm ehrenvoll alleine das Herz ziehen. Und nicht mit 10 Leuten im Rücken, Leute. Weil das hat er nicht verdient, weil er mein Bro ist. So, warte mal. Ich crafte mir schnell ein Bötchen. So, Boot gecraftet. Let's go. Und dann machen wir uns auf den Weg zur Paulberger Burg. Aber ich glaube, deine Nähe hat auch Max besiegt. Das heißt, das könnte auch eine Falle sein, Leute. Ich habe ja auch geholfen, Max zu besiegen. Aber jetzt bin ich ein Eiskrieger. Und ich habe mich geändert, Leute. Weil ich ein Eiskrieger geworden bin, muss ich für meinen Clan einstehen. Das heißt, für Amir, Wife, Riley, SU und The Wife. Weil die das auch für mich tun würden, Leute. Einmal Eiskrieger, immer Eiskrieger. Let's go. Wir fahren jetzt wohl zur Paulberger Ritterburg. Und dort werden wir jetzt gleich Yabi treffen. Ich bin gespannt, was Yabi zu sagen hat, Leute. Warum er Max besiegt hat. Und er hat ja auch Riley besiegt. Da war ich noch nicht bei den Eiskriegern. Und ich habe auch mal geholfen, Riley anzugreifen. Aber zum Glück habe ich ihn nicht mitbesiegt, Leute. Weil sonst hätten mich die Eiskrieger niemals reingelassen, Leute, in den Clan. Let's go. Da vorne ist die Paulberger Burg. Ich glaube, wenn die Border jetzt am Anfang kommt, wird es noch die Paulberger Burg geben. Aber später wahrscheinlich nicht mehr. Dann wird das alles in die Zone kommen, Leute. Und das heißt eigentlich, dass die Spieler ihre Highbase bald in die Zone verlagern müssen. Und das heißt, wir können eigentlich bald auf Base-Suche gehen, Leute. Aber alleine rumzulaufen ist jetzt momentan mega riskant. Weil
Wifi verlassen, okay, den kann ich jetzt nicht zur Hilfe rufen, aber den werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, Leute. Es wird mega riskant, jetzt alleine hier rumzulaufen und das können wir auch nicht riskieren. Denkt dran, Leute, IT ist schon gebannt, Max ist gebannt, Blackjack ist gebannt und die Gurke ist gebannt, Leute. Es fliegen immer mehr Spieler hier aus dem Game raus und wir sind doch da mit 2 Herzen, was doch ganz gut ist, Leute. Wir schwimmen ganz oben mit dabei. So, warte mal, wir sind jetzt bei der Burg, aber wo steckt hier Yabi? Ich sehe den irgendwo. Yabi, bist du hier, Bro? Yabi, hallo, bist du hier? Yabi, steckst du irgendwo? Ich höre dich, Leute. Hä? Yabi ist denn irgendwo? Hat er mich reingelegt? Das könnte doch eine Falle schon sein. Vielleicht kommt gerade doch einer an die Hälfte, von denen ich Snakes weiß, auf den Server. Und die wollen mich dann klatschen, weil ich jetzt bei den Eiskriegern bin. Oder vielleicht den Komplott mit Banks, Leute. Wir müssen alles erwarten. Es könnte jetzt brenzlig werden, Leute. Ich guck mal hier rein. Hier hat er gegen Max gefallen. Aber ich glaube, hier ist niemand. So, warte mal, ist er hier irgendwo? Wir schauen mal. So, ich schreibe ihm einfach, bin da, wo du. So, mal sehen, ob er antwortet, Leute. Heute bin ich richtig PvP-ready. Das heißt, wenn es jetzt eskaliert, dann kann ich gleich richtig gut mitkämpfen, Leute. Es kann natürlich auch sein, dass Yabi irgendwas vorhat und mein Herz zieht, Leute. Schick mal bitte Cornis, Leute. Okay, das könnte eine Falle sein. So, warte, ich schick sie ihm. Da stecke ich nämlich. Oh, nein, 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 nein. Ich muss erstmal Yabi schicken. So, let's go. Ich habe den gesendet und hier bin ich ungefähr. Und hier ist die Braunberger Ritterburg. Wave brauche ich nicht. Vielleicht wartet er darauf, dass er im Chat sieht, dass Yabi hops gegangen ist, Leute. Ich muss es eigentlich machen, damit mich die Eiskrieger als vollwertiges Mitglied anerkennen und mehr Respekt vor mir haben. Dass sie wissen, dass ich das ernst mit denen meine, Leute. Denn ich will mit den Eiskriegern zusammen Minecraft-Held gewinnen. Also zusammen können wir eh nicht gewinnen. Aber dass es auf jeden Fall Eiskrieger von unserem Clan wird, Leute. Ich werde alles dafür tun, für Wave und die anderen. Aber jetzt muss erstmal Yabi in die Ecke kommen. Ich meine, Leute, das wird nicht einfach, denn Yabi, mit dem habe ich auch sehr viel erlebt. Am Anfang hat er mich bedroht, dachte ich zumindest. Aber zum Schluss sind wir richtig gute Freunde geworden und haben richtig krasse Sachen gemacht. Leute, man sieht, wann ihr aufkreuzt. Eigentlich, sobald ich ihn sehe, dürfte ich ihn angreifen, Leute. Aber ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Das wäre ehrenlos. Ich rede erstmal mit ihm und frage ihn, was das sollte, Leute. Vielleicht ist das ja ein größerer Plan, den ich nicht verstehe. Aber auf jeden Fall müsste ich das für die Eiskrieger gleich machen, Leute. Ich warte die ganze Zeit, dass der kommt, Mann. Ich laufe hin und her. Vielleicht ist er schon da und beobachtet mich. Ich weiß es nicht. Und er wartet auf Banks oder so, dass der sich einloggt. Wo bleibt der, Leute? Legt er mich gerade rein? Ich glaube nicht, dass der kommt, Leute. Ich glaube, der hat mich getrollt. Komm, schreibt er die ganze Zeit. Ich warte jetzt schon ewig auf ihn. Leute, derzeit hätte der 10 Anti-Held mobilisieren können, die jetzt auf mich draufgehen oder so. Ja, wie langsam wird dich sauer, wenn du nicht kommst. Ich fühle mich langsam reingelegt hier. Aha, Leute, Lina ist da. Lina ist da. Ich glaube, das könnte nämlich eine Falle sein, Leute. Ich habe das gerade so gespürt, dass es eine Falle sein könnte von Yabi. Denn Lina ist da, Leute. So, ich warte ewig auf ihn. Wisst ihr was? Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, das ist eine Falle. Ich glaube, das ist eine Falle. Sehr verdächtig, dass ich Lina einlogge. Ja, schreib das in den Public Chat. Ja, schreib Public. Lina ist da. Ich falle darauf nicht rein. Hä? Er schreibt, ich hasse dich. Leute, denkt ihr, Yabi, ich muss jetzt nicht kurz, muss kurz move, Leute. Ich muss meine Position move, ne? Denn ich glaube, der gibt jetzt den. Hä? Leute, was geht da im Chat ab? Ich check gar nichts mehr. Die wollen mir eine Falle stellen. 100%, Mann. Die wollen mir 100% eine Falle stellen, glaube ich. Leute, das ist 100%. Die Linie schreibt mir den Chat, die rastet richtig aus. Aber ich glaube, das ist eine Fitte, die wollen mich zusammen erledigen, Leute, glaube ich. Ja, bitte, Lina, wollen zusammen auf mich gehen. Ich muss auch schon noch Spieler halten, Leute. Jederzeit könnte es knallen. Gegen Yabi, Lina könnte ich vielleicht noch ein bisschen länger aushalten. Gegen Yabi könnte ich easy gewinnen. Aber Lina ist halt super stark, Leute. Ich warte ewig immer noch auf den. Komm, komm, komm. Und wenn es eine Falle ist. Yabi! Ente! Yabi, hast du Lina dazu geholt oder was? Oder was schreibst du Koordinaten in den Chat, hä? Hä? Aber du, ich habe doch ganz andere Koordinaten geschrieben. Ja, aber trotzdem, Bro, ich dachte, vielleicht soll ich da hingehen und dann ist es eine Falle, wenn du das in den Public Chat schreibst. Nein, 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 ne? Nein, 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 alles gut, Bro. Ich hab sie hat mich letztens angerufen und dann habe ich mit ihr geredet und dann hat sie gesagt, ich soll ihr irgendeine Challenge geben. Dann habe ich ihr eine Challenge gegeben und dann habe ich ihr gesagt, das sind die Koordinaten meiner Base, aber das war einfach irgendwo im Wasser. Aha, sehr witzig, Yabi, das glaube ich dir mal, aber Yabi! Ja. Ich muss mit dir reden. Okay, dann lass uns reden, mein Siehst Freund. Siehst du mein Skin, Bro? Nicht ganz. Warte.
warte ganz kurz. Warte. Ich kann die nicht ausziehen. Das wäre gefährlich mit den Lieder auf dem Service. Aber siehst du meinen Skin, Bro? Ja, dein Enten-Skin halt. Siehst du meinen Kopf? Hast du ihn gesehen, mal, Bro? Zeig mal nochmal, ich zoome kurz rein. Ja. Hast du ihn gesehen, Bro, hä? Gut, Ente, dann hat es mich gefreut, eine Bekanntschaft gemacht zu haben. Also willst du mich jetzt killen oder was? Ich muss nur mit dir reden, Jabi. Ich will doch nur mit dir reden, Bro. Ich will doch nur mit dir reden kurz, okay? Okay. Ich will nur mit dir reden, Bro. Du weißt, dass ich nur mit dir reden will, Bro. Ja, dann lass uns reden. Warum hast du Max besiegt, Bro? Warum ich Max besiegt habe? Warum hast du Max besiegt? Bro, Ente, ist es dein Ernst? Hä? Ja, es ist mein Ernst. Warum hast du Max besiegt? Hä? Weil er mich herausgefordert hat und ich ihn herausgefordert habe. Ja, aber Max war ein Eiskrieger. Außerdem hast du Riley besiegt. Ich weiß nicht, wann du meinst, die Riley das erste Mal angegriffen haben. Aber, Yami, ich muss dir verkünden, es tut mir leid. Ich muss dich offiziell erledigen. Ente, also es ist sehr enttäuschend, um ehrlich zu sein, aber weißt du was? Ja, Fuß, mach es. Ich soll dich jetzt einfach Kopf kürzer machen. Bring mich um. Warte mal, so war das nicht geplant, Yami. Mach es, Bro, wenn du mich unbedingt töten willst. Hier. Nein, ich will dich nicht einfach so besiegen, Yami, ich will dich nicht einfach so besiegen. Denkst du, ich nehme dein Herz einfach so? Weil dann will ich ein faires One vs. One gegen dich, Yami. Ja, und ich habe ein faires One vs. One gegen Max gemacht. Ja, ich weiß, aber ich muss dich dafür rechnen. Ich muss die Ehre von den Eiskriegern zurückholen. Du musst dich dafür rechnen, wenn iCrimex mich herausfordert und denkt, dass ich der schlechteste Spieler auf diesem Server bin und er dann verliert, willst du mich danach herausfordern? Ja, weil du gegen einen Eiskrieger gekämpft hast, deswegen muss ich dich und jetzt fertig machen. Du warst der Kommandant der ersten Division bei den Antihelden. Du willst mich jetzt umbringen, einfach so nach dem allem, was wir erlebt haben, wo alle gegen dich waren und ich der Einzige war, der hinter dir stand? Ja, muss ich, weil ich jetzt bei den Eiskriegern bin. Ich muss den Clan verteidigen, Yami. Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, also das ist eine krasse Enttäuschung. Das ist sogar noch mehr Verrat als der Verrat, den ihr alle gegen mir übergemacht habt, Bro. Was für ein Verrat, also, Yami? Du hast die Antihelden aufgelöst. Die Antihelden gibt es offiziell nicht mehr. Und dann bringst du deinen engsten Freund, einer deiner besten Freunde, bringst du um? Ja, aber es ist ein PvP-Projekt und ich muss zu meinem Clan stehen. Und ich muss die Ehre von den Eiskriegern wiederherstellen, weil Max verloren hat gegen dich. Ja, aber dann kämpft man 1 gegen 1 auf fair und macht das aus und man bespricht sich, weil so einfach hierher locken und dann vielleicht angreifen und so. Also ist korrekt, dass du mich jetzt gerade nicht angegriffen hast, als ich die Sachen ausgezogen habe. Ja, ich will gegen dich ein 1 gegen 1 machen, ganz normal. Ente, du gehörst doch zu den Antihelden im Herzen. Wie kannst du jetzt auf einmal bei den Eiskriegern sein? Bro, die Antihelden gibt sich mehr. Du hast mich alleine gelassen. Und alleine hätten mich alle zerfetzt. Max, wenn er mich sieht, der nimmt mich hops. Und dann muss ich zu einem Clan gehen und die Eiskrieger habe ich aufgenommen. Bro, aber dann gehst du doch zu den Ampelkriegern und kämpfst gegen die. Du, lass uns doch hier schlauer arbeiten. Lass uns doch einfach zusammen gegen die Ampelkrieger kämpfen und nicht einfach so aus dem Nichts, dass du mich umbringen willst, nur weil ich iCrimex getötet habe, der mich herausgefordert hat. Ja, Bro, es geht um die Ehre von den Eiskriegern. Das verstehst du nicht, Yami. Es geht um Clan-Ehre. Ich verstehe das. Ich sehe es klar und deutlich, Ente. Du willst mich umbringen. Du bist der auf hinterlistige Art, obwohl... Hinterlistige Art? Ich will 1 gegen 1 gegen dich, Ryan. Yami, du hast 2 Eiskrieger ins Herz genommen. Man muss dich besiegen, sonst wird die Ehre von den Eiskriegern nicht wieder hergestellt. Und bei Riney wusstest du das, dass ich ihn sein Herz nehmen möchte, oder nicht? Ja, aber zu dem Zeitpunkt war ich noch kein Eiskrieger. Ja, siehst du, also zählt das ja erstmal, das zählt ja gar nicht dazu, dass du ihn irgendwie rächen musst. Da warst du sogar Teil unserer Gruppe. Wir haben sogar selber zu zweit versucht, ihn loszuwerden. Ja, erinnerst du dich nicht dran? Ich weiß doch, aber Bro, jetzt hab ich die Seite gewechselt. Wissen das denn die Eiskrieger? Ja, das wissen die Eiskrieger. Ich hab das denen doch gesagt, dass ich mit dabei war, als mir Riley angegriffen hat. Das weiß doch Riley auch. Und trotzdem haben die mich aufgenommen. Und die haben dir verziehen? Die haben mir verziehen, ja. Weil ich jetzt in die Kämpfe... Ente, glaubst du wirklich, wenn es in Richtung Civil War geht, dass es dann dazu kommt, dass sie dich verschonen? Jetzt mal auf ernsthaft? Ja, Lukas und Wife hat es mir geschworen, dass wir füreinander einstehen. Boah, ich weiß nicht, Bro. Also, ich würde da ein bisschen drüber nachdenken, weil, guck mal, bei iCrimex war das genau dasselbe. Blackjack, IT, auf einmal hat er die umgebracht, oder nicht? Ja, ich weiß. Obwohl die zu den Powerberger Rittern gehörten. Ich weiß, aber das war Max seine Geschichte. Die Eiskrieger sind anders, Yami. Hättest du nicht sowas gemacht wie jetzt mit Max, hättest du vielleicht auch joinen können, Mann.
Ich weiß nicht, Bro. Das Ding ist, ich sag dir ehrlich, Ente, ich werde eh Minecraft Helden verlassen jetzt demnächst. Ja, wie, du wirst Minecraft Helden verlassen? Ja, wenn wir 1 gegen 1 machen und ich spann dich dann, ja, wie ehrenvoll. Nein, ich werd nicht wegen dir sterben. Hä, wie, was dann? Ich werd sterben, oder beziehungsweise ich werd mich bannen lassen. Hä? Weil... Was laberst du? Bro. Was für bannen lassen? Was laberst du, Yami? Guck mal, das Ding ist, wir beide, und das, ich glaube, du weißt es auch, wir kriegen ja ganz schön viel Hate ab. Weißt du ja. Auch durch diese Anti-Helden-Sache. Erinnerst ja, du dich noch weiß, dran? Ich weiß, Yami. Ja und? Und das Ding ist, guck mal, ich hab Rhiney unfair, beziehungsweise fair mit einer Falle getötet. Wir haben unfair Kianis und Elina getötet. Ich hab easy, ohne Rüstung, stand ich da und hab sie getötet. Und jetzt habe ich ein 1 gegen 1 gegen iCryomix gemacht und fair gewonnen. Und trotzdem werde ich immer gehatet. Und Bro, ich habe keine Lust mehr drauf. Also deswegen, es macht keinen Spaß mehr. Hey, Yami, das Minecraft ist doch ein PvP-Projekt. Was laberst du jetzt? Kämpf gegen mich, komm, Yami. Nein, ich will nicht kämpfen. Komm. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich würde niemals gegen den ersten Kommandant der Division kämpfen. Bro, komm, let's go. Zeig, was du gelernt hast. Yami, komm. Nein, ich möchte nicht. Yami! Was checkst du daran nicht? Warum willst du unbedingt kämpfen? Ich will gegen dich kämpfen. Ich muss die Ehre von den Eiskriegern wiederherstellen. Ja, Bro, du checkst nicht, dass ich den Server verlassen möchte, oder nicht? Ja, dann werde ich dich vom Server kicken, aber ehrenvoll, Bro! Nein, ich lass das nicht zu. Wie, du lässt du nicht zu? Was ist, wenn du hast es nicht verdient, mich... Was ist, wenn ich Nein, dich einfach auch? Ja, dann hau ich ab, Bro. Ja, wie? Du wirst den Server Ente, nicht ich werd, du checkst es nicht, ich werde... Ich werde den Server, ohne dass du mich killst, verlassen. Bro, ich will nicht, dass du mich killst. Außer, Digga, wir sind doch so gute Freunde gewesen. Hä? Ja, genau. Warum deswegen jetzt... soll ich den Kill von dir bekommen, Yami. Genau deswegen ist das PvP-Projekt. Nein, es hat jemand anders meinen Kill verdient. Und das ist Flo. Was? Warum Flo? Weil er mein Meister ist. Was für Meister? Hä? Was laberst du? Was für Meister? Ja, von Anfang an. Er hat mich trainiert, Bro. Er ist einer, der mich zum Yami, PvP trainiert hat. Jetzt habe ich erst recht, Grund, dich zu besiegen, wenn du mit Flo unter den Deckel schlägst, Yami. Oh, Bro. Bro. Ey, Ente, ist das dein Ernst, Bro? Ja, das ist mein Ernst, Bro. Jetzt kannst du dich nicht mehr aushören, Ente, Bro. Ich will nicht gegen dich fighten. Willst du nicht gegen mich fighten, Bro. Chill mal ein bisschen. Dass du mit Flo unter deiner Decke steckst, wundert mich gar nichts mehr, chill, bei dir, Yami. Chill, Bro. Ich will nicht gegen dich kämpfen, hab ich dir gesagt. Aha, guck mal, Bex ist schon auf dem Server. Bex ist schon da, Bro. Ja, ja. Ja, aber ich hab ihn nicht gerufen. Hä? Ey, Yami, bleib stehen, Bro, Ente. Lass uns friedlich reden. Wir reden doch die ganze Zeit schon friedlich, Yami. Ja, aber du reißt mich an. Ohne Grund. Nicht ohne Grund. Ich muss die Eiskriege doch Ehre verteidigen. Du willst deinen ehemaligen Anführer töten. Für was? Für einen iCrymax, dem, der dir egal ist. Und besser gesagt, du bist ihm komplett egal. Checkst du das nicht? Es geht um den Clan. Es geht nicht um iCrymax, Mann. Das verstehst ja, du nicht so. Ja, ich pfeife auf euren Wasser-Eiskrieger-Clan, Bro. Hä? Ey, sag ja, nicht so der was. Ist mir so vollkommen egal, Bruder. Sag doch nicht so was, Yami, Mann. Sag nicht so Nein. was. For real, Bro. Ich sag dir ehrlich, Ente, du hast mich enttäuscht. Ich sag dir gerade, dass ich den Server verlassen will. Egal, Bro. Ich scheiß drauf. Ha! Yami! Hey, komm zurück! Wo ist Yami? Leute, wo ist Yami, Mann? Ich muss doch mal ein bisschen Swap gegen den machen. Der darf dich einfach den Server verlassen, Leute. Wir sind zwar Freunde, aber der darf dich einfach den Server verlassen. Was soll das, Mann? Was soll das? Und vor allem bei dem, was du mit Flo, Leute. Ich wusste, dass der eigentlich bei den Appelkriegern mit denen unter einer Decke steckt. Ich hab's geahnt, Leute, ich hab's geahnt. Yami ist eigentlich ein Appelkrieger. Er ist ein Appelkrieger, Leute. Er steckt schon die ganze Zeit mit denen unter einer Decke. 100%, Mann. Aber meint ihr das ernst, dass er Minecraft-Helden einfach so verlassen will, Leute? Ich weiß es nicht. Aber, Leute, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Ciao.